Hi, jetzt geht's endlich los mit der Young Home Installation bei dieser Bestandsimmobilie. In erster Linie richtig gut, dass der Kunde im Vorfeld mit Junger S500 gearbeitet hat. Er hätte aber auch mit CD oder mit LS990 und so weiter arbeiten können. Young Home gibt es in unterschiedlichen Schalterdesigns, Farben und so weiter. Deswegen ist es komplett gut. Er muss sich an kein anderes Design gewöhnen. Er muss nicht alles komplett austauschen. Das passt am Ende richtig gut zusammen. Es wäre viel zu umständlich, hier KNX-Leitungen ziehen zu können. Dann hätte man hier nochmal alles aufschlitzen, stemmen und so weiter müssen. Deswegen diese konventionelle Verdrahtung beibehalten. Von den Drähten her, Ausschaltung für Wohnbereich, Wechselschaltung für Essbereich. Diese Steckdose dort soll schaltbar gemacht werden. Dazu kann man ja im Endeffekt dann hier einen Zweifachtaster hinbauen. Linke Wippe für die Hauptbeleuchtung, rechte Wippe für die Steckdose. Hier hingegen dann auch entsprechend mit einem Serientaster arbeiten, denn er hätte hier nämlich Wohnzimmer, Essbereich, aber hier eine Steckdose verbaut an der Stelle. In der Küche haben wir auch eine Wechselschaltung, einmal von hier und von hier hinten. Das können wir auch auf jeden Fall regeln, damit es am Ende smart ist. Im Badezimmer gibt es eine richtig schöne Sache, die ich euch zeigen möchte. Es soll sich am Ende darauf beziehen, die Schalter auszubauen, die Drähte so zu verbinden, dass es am Ende passt, das mit der Young Home App am Ende zu konfigurieren. Und am Ende ist ihm selbst überlassen, ob er noch irgendwelche Abänderungen machen möchte. Da kann er auf jeden Fall selber noch mit der App rumspielen und alles so machen, wie er das gerne hätte. Im Badezimmer gibt es eine richtig coole Sache bezüglich der Beleuchtung, dass wir das jetzt aufgrund von Young Home in der Form abändern können. Das zeige ich euch an der Stelle ganz kurz und dann fangen wir hier im Wohnzimmer an. Am Ende wird es in der Serie über Beleuchtung gehen, dann aber auch Steckdosen, Beschattung und Raumtemperaturregelung. Alles komplett smart über Bluetooth Mesh mit Young Home. Viel Spaß! Ach stimmt, hier im Flur haben wir eine Kreuzschaltung von insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Schaltstellen. Soll auch im Endeffekt so bleiben, je nachdem, ob man in die Küche, ins Badezimmer, ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer geht, dass man hinter sich ausschalten kann oder wenn man reinkommt, einschalten. Deswegen kommt hier nichts Außergewöhnliches hin, außer hier, wo die Steckdose ist, kommt ein Bewegungsmelder verbaut und dann hat man sogar die Möglichkeit, wenn man hier reinkommt, eine Willkommensszene zu erstellen. Hier im Badezimmer ist es nämlich so, dass wenn ich das Licht einschalte, sowohl die Hauptbeleuchtung als auch die Spiegelschrankbeleuchtung geschaltet wird. Hat den Hintergrund, dass vom Lichtschalter, wo wir die Zuleitung haben, eine dreiadrige Leitung nach oben zur Hauptbeleuchtung gezogen wurde, aber gleichzeitig auch eine fünfadrige Leitung von hier zum Spiegelauslass gezogen wurde. Beim Spiegelauslass wurde dann der schwarze Draht genutzt für die Spannungsversorgung der Steckdosen und der braune Draht als geschalteter für die Spiegelbeleuchtung. Klar hätte man die Möglichkeit, hier jetzt einen Serienschalter zu verbauen, um von außen beide Lichtkreise sowohl Hauptbeleuchtung als auch Spiegelbeleuchtung separat zu schalten. Er hingegen möchte bei der Steckdose am Waschtisch ein Taster eingebaut haben und von da aus entsprechend Spiegelschrank schalten, wäre in der Form jetzt überhaupt gar nicht möglich, da wir nur eine Verbindung dreiadrig von der Dose hierhin haben und die Steckdosen ja dauerhaft mit Spannung versorgt werden sein sollten. Und demnach Bluetooth Mesh, Young Home Lösung, wir können dort einfach einen Dreidraht-Einsatz für die Spannungsversorgung neben Stelle Dreidraht einbauen. Dann entsprechend beispielsweise ein Zweifachtaster, kannst du dann auch eventuell von da aus sogar die Hauptbeleuchtung ausschalten, weil du entsprechend zu dem zweikanaligen Relais, welcher hier am Ende verbaut wird, die separiert schalten kannst und die über Bluetooth Mesh funken, sodass man da alle Möglichkeiten offen hat. Du kannst hier sogar eine Steckdose einbauen, die gegebenenfalls geschaltet werden sollte. Das Ganze dann über den zweiten Taster und so weiter. Oder einfach einen Einfachtaster da einbauen, an, aus für Spiegelbeleuchtung. Aber anders wäre es ohne diese Funklösung gar nicht möglich zu machen. Und deswegen machen wir das hier an der Stelle in der Form. Hier nochmal zum Verständnis. Die beiden Steckdosen sollen so bleiben. Die linke hiervon soll auch dauerhaft mit Spannung versorgt werden und hier die rechte Steckdose soll ausgetauscht werden zu einem Taster, wo man dann entsprechend separat die Spiegelbeleuchtung ein- und ausschalten kann von hier aus und nicht von außen, so wie das aktuell der Fall ist.
So, dann fange ich einfach mal an, hier für Wohnzimmer, Essbereich, die Wippenansicht zu entnehmen. Dann kann ich auch gleich prüfen, wo haben wir ein Lampendraht, was ist Spannungsversorgung und so weiter. Und dann sehen wir am Ende mehr und bauen die beiden einmal aus, beziehungsweise hier kommt Zweifachtaster und hier kommt eine Steckdose eingebaut. Genau das hier wäre jetzt so unsere Ausschaltung für Wohnbereich. Hier müssten wir Dauerspannung anliegen haben, herb. Und dann ist das hier der geschaltete zur Lampe. Und hier ist mir wichtig zu wissen, hier haben wir auch Dauerspannung. Bedeutet, am anderen Ende haben wir einen Lampendraht. Das müsste ich an sich abändern, aber das bekomme ich auf jeden Fall hin, dass ich hinten beim Schalter Spannungsversorgung hinmache und den hier am Ende als Lampendraht nutze. Aber das ist kein Problem, dann kann ich direkt mit dem Lampendraht hiervon entsprechend rübergehen, aber diese Komplikation hat man entsprechend ab und an. Hier ist ja der andere Schalter bzw. Schalter-Steckdosen-Kombination für S-Bereich und in dem Sinne werde ich hier den geschalteten haben und dann mache ich mir das so, dass ich hier mit Dauerspannung auf den Schalter drauf gehe bzw. auf die Dreidraht-Nebenstelle. Drüben haben wir dann zweikanaliger oder zweifach Dimm-Relais und dann sollte das funktionieren. Genau, hier haben wir den geschalteten. Von der Wechselschaltung und abgangsseitig entsprechend die korrespondierenden. Ich schalte eben spannungsfrei und dann verdrahte ich das bzw. verklemme das an der Stelle um. Die korrespondierenden hier, die benötigen wir nicht mehr. Das ist an sich ganz gut, weil dann kann ich entsprechend den geschalteten über eine der korrespondierenden einfach rüberziehen. Weil das der Lampendraht ist, geht dann über die schwarze korrespondierende rüber, welche ich entsprechend als Lampendraht benutze und dann ist alles schick in der Form. Heißt, der graue kommt weg. Den Lampendraht machen wir auf den schwarzen, damit der rüber geht. Neutralleiter, Schussleiter bleibt gleich. Und wir brauchen auf jeden Fall die Dauerphase. Haben wir sogar noch einen Klemmpunkt frei, wo ich mir eine Einzelader rausziehe. Fürs Relais und einen Neutralleiter benötige ich dann auch noch fürs Schaltrelais. Dann läuft das Ganze auf jeden Fall. So, bei der Nebenstelle 3 Draht habe ich mir jetzt einmal Neutralleiter und Außenleiter gezogen. Lampendraht habe ich durchverbunden, um den zum zweikanaligen Dimmschalter entsprechend rüber schleifen zu können und den grauen benötigen wir in der Form nicht mehr. Somit kann alles in der Form eingebaut werden und dann wird es auch funktionieren. So, und jetzt können wir hier den alten Zweifachrahmen beibehalten. Jetzt in der S500, Jung Home, Bluetooth Mesh. Und das wird einfach jetzt hier drauf kommen. Und dann kann man die Steckdose noch einbauen. Und hat hier entsprechend seine Tastbefehle, die man einstellen kann in der App. Jetzt muss es auch entsprechend hier weitergehen. Hier wissen wir auf jeden Fall, haben wir einmal einen Außenleiter, welcher jetzt in dem Fall spannungsfrei ist. Und hier ist der eine geschaltete zur Lampe. Dürfen wir auch nicht vergessen für Wohnbereich. Und den geschalteten für S-Bereich haben wir jetzt hier auf dem schwarzen, bedeutet, den ziehe ich mir einmal nach oben. Der kommt sogar tatsächlich von oben, heißt, ich kann mir den einmal komplett rausziehen und habe ihn dann da, wo ich ihn haben möchte. Hier die ganzen Außenleiter. Den grauen in dem Fall benötige ich hier jetzt auch nicht mehr, aber hier unten sehe ich schon, haben wir ja einmal die Phase und hier haben wir auch noch die ganzen Neutralleiter. Da werde ich mir dann für die Steckdose Neutralleiter und Schutzleiter entsprechend abgreifen. Deswegen ziehe ich mir die Klemmen mal raus, sofern das möglich ist. Die haben die
Adern hier extrem kurz gelassen, leider. Aber lässt sich jetzt nicht ändern. Hauptsache, hier ist ein Klemmplatz frei und hier ist auch noch ein Klemmplatz frei. Sauber. Dann den Serientast immer in dem Fall. Und jetzt wissen wir auch, was wir hier alles haben. Wir haben L, wir brauchen noch N. Den muss ich mir von unten noch hochziehen, kann ich ja von der Steckdose hier noch hochziehen. Und sonst haben wir hier die beiden Kontakte. Und dann noch einer, der rübergehen könnte zum 3-Draht-Taster. Aber benötigen wir in der Form tatsächlich nicht machen, weil über Bluetooth, wir haben hier keine Verbindung am Ende dazu. Sonst hätte man auf Anklemmpunkt 1 tatsächlich noch auf Anklemmpunkt 1 vom 3-Draht-Relais drauf gehen können, aber ist in dem Fall nicht nötig. So sieht das Ganze gut aus. Jetzt haben wir hier auch unseren Zweifach. Den auch einfach so dran und die Steckdose noch einbauen, welche vorher drinne gewesen ist. Solange ich hier noch alles spannungsfrei ist, werde ich einfach die schaltbare Steckdose, welche am Ende schaltbar gemacht werden soll, entsprechend auch noch mal abändern durch die von Jung Home, welche wir dann ansteuern können. So, dann gehe ich einmal einen Strom einschalten und dann werde ich das mit der App einmal einrichten und dann ist es okay. So, jetzt haben wir wieder Licht. Jetzt werde ich die Jung Home App einmal öffnen. Dann werde ich mir direkt einen Bereich erstellen. Die leuchten alle blau, das ist gut, beziehungsweise blinken blau. Dann gehe ich einmal auf Wohnzimmer, speichern. Und jetzt im Wohnzimmer muss ich Geräte hinzufügen. Das ist die Liste der Geräte, die drin sind. Deswegen gehe ich mal hier auf Geräte hinzufügen. Und jetzt sehen wir auch schon zweifach Nebenstelle, wäre das hier. Dimmer-Einsatz zweikanalig ist hier und Schokosteckdose ist dort. Machen wir erstmal den Dimmer-Einsatz zweikanalig und Geräte hinzufügen. Nachdem wir alles hinzugefügt haben, werden wir die Konfigurierung machen, weil dann haben wir alle Wippen, dann haben wir die Steckdose, dann können wir es zuordnen und dann passt die ganze Sache. So, das wäre es auch schon. Gerät konfigurieren könnte man. Linke, rechte Wippe, Funktionalität, Gerät wird vorbereitet und fertig. Jetzt haben wir den hier. Links, rechts und dann kann man deklarieren, Interaktion oben ist aktuell einschalten, Helligkeit erhöhen und ausschalten, verringern ist unten Tasten.
Jetzt gehen wir aber auf jeden Fall zurück. Nächstes Gerät hinzufügen. Jetzt leuchtet er nicht mehr blau. Das heißt, zwei Wippen betätigen. 5 Sekunden gedrückt halten, bis es blau blinkt. Genau, jetzt hat er ihn wieder. Und bei der Steckdose das Gleiche. Zweifachtaste daneben stellen und auch einrichten. Das hier wäre auch linke, rechte, ja, ist aktuell noch nichts belegt, machen wir gleich. Auf jeden Fall hat er den drin. Und jetzt hier noch ein Gerät hinzufügen und das wäre dann die Steckdose. Prinzipiell kann ich das auch schon einstecken. Der ist jetzt auch drin. Ah, der hat sogar Energiemesswerte und so weiter. Könnte man prinzipiell einschalten. Und dann sehen wir auch schon die ganzen Sachen. Jetzt aktuell Verbrauch 28,5 Watt. Ich lasse mal eben noch raus. Und das wollen wir ja hier drüber tasten. Noch geht hier gar nichts. Und jetzt gehe ich entsprechend einmal auf die Geräte, die wir jetzt hier in dem Bereich drin haben. Da sind die Geräte jetzt einmal drin und dann nehmen wir einmal den Einsatz. Ja, jetzt könnte man, seht ihr, geht schon hier an. Hinten die Lampe auch, das passt soweit. Und Steckdose kann ich auch so schalten. Und jetzt wollen wir aber den Zweifacheinsatz einmal umändern. Dazu gehe ich jetzt auf den Schalter, dann Zweifachwippe. Nee, ich gehe erstmal auf den Bedienaufsatz. Ah, haben wir ja so, muss ich gerade mal ein bisschen mitdenken. Das sind einmal die Taster für die Lampe einschalten, ausschalten. Und das sind die Einsätze, die wir entsprechend deklarieren können. Welche Funktion? Linke Taste. Jetzt können wir hier sagen, Gerät. Und dann muss ich mal gucken. Ich probiere mal erstmal aus. Damit ich die auch gleich umbenennen kann, was ist. Okay, das passt schon mal. Steckdose haben wir aber noch nicht. Das ist die linke für S-Bereich links. Hier Funktion wählen, Schoko-Steckdose. Und dann müsst ihr mit der rechten Wippe, genau, die Steckdose ein- und ausgeschaltet werden. Perfekt, den haben wir schon mal. Das wäre S-Bereich. Und jetzt müssen wir auch hiervon die Lampe schalten können. Geht ja? Doch, geht jetzt schon. Ah, hat er schon. Ah, passt. So wollte ich es haben. Muss ich gar nicht umswitchen und so weiter. Gehe ich trotzdem mal eben gucken. Bedienaufsatz. Ja, da hat er ja beide Lampen drin. Einschalten, ausschalten, das hat er schon so deklariert, wie ich es entsprechend haben wollte. Deswegen passt die ganze Sache in der Form. Hier können wir noch sagen, okay, das ist jetzt das Licht für Wohnzimmer. Und das hier ist Licht für S-Bereich. Das ist echt cool, gefällt mir richtig gut. An jeder x-beliebigen Position könnte man jetzt machen, was man möchte mit der App, das dem und dem und dem zuordnen. Und es ist einfach nur Hammer, das Ganze jetzt hier rüber und ausschalten zu können. Plus Energiemessung und so weiter und so fort. Wo machen wir weiter? Einfach im Flur mit dem Bewegungsmelder. Ich weiß überhaupt noch gar nicht, ob wir hier den Lampendraht drin haben bei dem Schalter. Das gilt es erstmal herauszufinden. Sonst bei Kreuzschaltungen wäre das ein bisschen problematisch, den hier rüber zu schleifen. Nee, das hier ist schon mal ein Kreuzschalter, den wir hier haben. So, jetzt habe ich einmal alles aufgemacht. Wir haben dort die Zuleitung und die korrespondierenden drin. Hier haben wir einen Kreuzschalter. Dort haben wir einen Kreuzschalter.
Dort haben wir einen Kreuzschalter und hier haben wir den letzten Wechselschalter mit dem Lampendraht, der geschaltete braune, dann schwarz-grau korrespondierend. Und Schutzleiter, Neutralleiter, Außenleiter haben wir innen drin durchgeschliffen. Heißt, ich werde hier den Bewegungsmelder in der Form einbauen, weil das die einfachste Methode in dem Fall jetzt wäre. Hier verbaue ich jetzt ein Schalteinsatzrelais einkanalig. Da haben wir einmal genau den Außenleiter auf L, Neutralleiter auf N und Lampe auf den geschalteten. Hier in dem Fall ein Pfeilsymbol. So, jetzt habe ich gesehen, ging das Licht auch tatsächlich schon an. Der blinkt blau. Dann gehen wir einmal wieder in die App und schauen mal. Erstmal jetzt den Bereich als Flur auswählen. Wenn der nicht mehr blinken sollte, einmal von der Spannungsquelle rausziehen. Und wieder reinstecken. Jetzt haben wir hier Bewegungsmelder 1,1 Meter. Lassen wir den auch einmal konfigurieren. So, der ist jetzt fertig. Kann den auch entsprechend separat ein- und ausschalten. Einmal per App. Dann geht das Licht auch an und aus. Wir können jetzt viele, jetzt merkt er, dass ich gerade mich bewege, deswegen hat er gerade geschaltet. Wenn ich ausmache und der merkt, ich bewege mich, okay, dann schaltet der auf jeden Fall. Kann hier auch noch diverse Bereiche bestimmt einstellen und alles. Beim Bewegungsmelder und bei Bedieneinsatz kann ich entsprechend noch die Intensität in beide Richtungen ändern, je nachdem, wie ich es möchte. Könnte auch mit einem Key-Test starten, dann wird er das auf jeden Fall auch machen. Hier bei Einstellungen noch richtig, richtig viele unterschiedliche Sachen einzustellen. Und bei dem Einsatz möchte ich ein Gerät mit verbinden und das wäre die Schoko-Steckdose. Verknüpfung wird erstellt, Vorgang erfolgreich. Ah ne, man kann den nur so einer Sache zuweisen. Ich gehe mal auf Lampe, Bewegungsmelder mache ich mal aus in dem Fall. Und wenn ich jetzt hier auf den Taster gehe, dann sage ich, okay, Gerät hinzufügen. Dann hier Schutzkontaktsteckdose, welche aktuell aus ist, verbinde ich mit dem Bewegungsmelder. Und wenn ich jetzt beispielsweise hier hingehe und der mich erkennt auf die gewisse Entfernung, zack, dann schaltet der automatisch die Lampe ein, unabhängig davon, dass die Steckdose mit dem Bewegungsmelder verdrahtungstechnisch verbunden wurde, einfach über Bluetooth. Und so ist das jetzt, wenn ich beispielsweise auf Plus gehe, Gerät, Bewegungsmelderlampe, welche auch entsprechend an dem Einsatz angeschlossen ist und dann hier hingehe, dann sollte der im Flur das Licht anmachen. Hat er auch gemacht. Und so kann ich jetzt hier hingehen und die Lampe einmal separat ausschalten. Und dann haben wir ja auch noch eine zentrale Steuerung, sage ich mal. Zentrale Steuerung anklicken. Das sind jetzt hier die Steckdosen an, aus oder entsprechend auch Lampen. Die leuchtet aktuell. Jetzt kann ich alle aus. So, den Kreuzschalter kann ich in der Form erstmal wieder einbauen für Flur und dann machen wir die Geschichte mit Badezimmer, sodass wir die Spiegelbeleuchtung von dort aus entsprechend schalten und das wird nochmal eine richtig interessante Sache.
So, jetzt haben wir hier eine Zuleitung und die beiden Drähte, die entsprechend einmal zum Spiegel gehen und einmal zur Beleuchtung selbst. Da werde ich jetzt den Abgang einmal abschalten und dann werde ich einmal schauen, welcher von denen welcher ist. Dazu ziehe ich einen Draht ab, welcher jetzt nicht spannungsführend ist. Und wenn ich jetzt einschalte, dann leuchtet noch die Spiegelbeleuchtung und das andere ist die Hauptbeleuchtung. Und dort werde ich jetzt einen zweikanaligen Relais einbauen, aber kein Dimmrelais in dem Fall. Erstmal spannungsfrei schalten und dann entsprechend diesen Schalteinsatz Relais zweikanalig einbauen. Und auf der anderen Seite machen wir beim Spiegel den Dreidraht-Relais-Nebenstelle. Und Neutralleiter haben wir frei, perfekt. So, die Hauptbeleuchtung mache ich auf A1 und Spiegelbeleuchtung auf A2. Hier kommt jetzt eine Einfachwippe einmal drauf und drüben mache ich eine Zweifachwippe sicherheitshalber. So, und hier brauchen wir nur Außenleiter und Neutralleiter. Hier habe ich die Nebenstelle 3 Draht, das andere war Jalousie Universaltaste, aber da kommen wir in einem anderen Video drauf zu sprechen. Boah, hier geht einfach alles, Bewegungsmelder funktioniert, das. Jetzt werde ich auf jeden Fall einmal wieder einen neuen Bereich erstellen. In dem Fall wird es Badezimmer sein, Bad, Speichern. Und jetzt werden wir auch wieder Geräte hinzufügen. Der sucht sich die Zweifachtaster und den Einfachtaster, genau das ist ganz gut. Fangen wir mit dem Einfachtaster an, welcher sich hier außen befindet. Das soll einfach nur die Hauptbeleuchtung an- und ausschalten. Und hier möchte ich Hauptbeleuchtung sowie Spiegelbeleuchtung ein- und ausschalten. Das wird interessant werden, ob das funktioniert mit der Verkabelung, die aktuell herrscht. Ihr habt selber gesehen, was da los ist, dass wir die hier nicht separat von hier aus geschaltet hätten können. Es sei denn, wir würden... Ja, hier geht eine Brücke zu der Steckdose, eine 5-Adrich vom Schalter hier rein, von da 3-Adrich da rein, 3-Adrich da rein. Würdest du die von außen Dauersaft drauf geben und dann Dauersaft dahin geben, dann hier zum Schalter. Je nachdem muss man gucken, wie sind die Leitungsverlegungen von wo nach wo. Nee, du müsstest ja die 5-Adrige, du könntest nur da einen Schalter hinbauen, wo die 5-Adrige entsprechend reingeht zu der Steckdose, um alle anderen auf Dauersaft beizubehalten. Ist schwierig bei 3-adrigen Leitungen, aber jetzt haben wir ja eine Lösung gefunden. So, der ist fertig, Gerät koppelt. Okay, dann gehe ich zurück und füge direkt hier
das andere Gerät noch ein. Da muss ich wieder hier die Wippen betätigen, damit er ihn finden kann. Da ist er. Ja, ich merke schon von außen, genau, haben wir jetzt die Spiegelbeleuchtung drauf. Müssen wir dann entweder am Schalter umpolen oder in der App das entsprechend dem Leuchtmittel zuweisen, dass es andersrum sein soll. Aber da sind ja bei Jung Home keine Grenzen gesetzt. So, der ist jetzt auch fertig. Noch hat der Funktion keine, muss ich Geräte auswählen. Taster einfach, Taster zweifach. Einfach auf jeden Fall. Ja, siehst du, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal hier mit der linken Wippe schalten, so wie wir es haben wollten. Ich drücke mal auf die rechte. Die rechte habe ich jetzt auf denselben drauf. Ich muss das nur mit den Lampen jetzt hinbekommen, mit der Interaktion, dass der A2 das Relais ansteuert. Sonst passt die ganze Sache hier auf jeden Fall. Das heißt, ich gehe auf den Bedieneinsatz, einfach Bedienaufsatz und muss jetzt hier nicht die Gerät, doch, naja, doch, Taste einfach Einsatz, genau. Muss ich mal kurz gucken, sonst ich muss die auch umbenennen und so weiter. Schauen wir mal, das ist die Beleuchtung. Okay, Einsatz 2 wäre das andere Relais für die Hauptbeleuchtung. Ich benenne die mal eben hier direkt um. Jetzt sind die schon mal so deklariert. Jetzt kann ich auf den Taster gehen. Jetzt brauche ich auf jeden Fall die Tasterwippe zweifach. Bartspiegel. Und hier Barthaupt. Boom. Und beim Äußeren, das wäre der Einfachbedienaufsatz, ist aktuell Bartspiegel. Gerät wählen. Barthaupt. Perfekt, ich habe es hinbekommen. Jetzt kann ich hier die Spiegelbeleuchtung und hier die Hauptbeleuchtung schalten. Hammer. Ich habe hier sogar noch unterschiedliche Farben. Hier bei der Hauptbeleuchtung kann ich mit der Fernbedienung an- und ausschalten. Ich kann noch RGB-Mode machen und ich kann den auf jeden Fall von der Helligkeit auch noch entsprechend anpassen. Bei warm und kalt weiß, hier ist grün, blau. Hat auch Fades und so weiter, aber das sind alles Spielereien, sage ich mal. Des Weiteren gehe ich auf kaltweiß und mache die Helligkeit auf komplett voll. Und so möchte man das im Bad meistens haben. Und jetzt kann ich hier nach außen gehen. So haben wir ja möglichst beides auf dem Bild. Ich kann die Hauptbeleuchtung aus- und wieder einschalten. Und der speichert sich das, wo der auf jeden Fall gewesen ist. Das ist schon mal richtig gut. Hier ist jetzt ein bisschen problematisch, alles auf ein Bild zu bekommen, aber wir sehen, wir haben hier den Taster für die Spiegelbeleuchtung aus und für Hauptbeleuchtung an. Ich kann Spiegel einschalten, ich kann Hauptbeleuchtung ausschalten, ich kann beides ausschalten, aber auch entsprechend beides wieder einschalten. Ey, das ist so genial, ne? Wäre anders gar nicht möglich gewesen. Ihr habt gesehen, ohne die Verklemmarbeiten anders zu machen, einfach in der App konfigurieren, das soll das machen, das soll mit dem geschaltet werden, kann man alles im Nachgang noch einstellen und so weiter. Ich könnte prinzipiell auch sagen, ich will mit diesem Taster hier die Schoko-Steckdose da hinten schalten oder das Licht im Esszimmer und so, weil alle Sachen hier relaismäßig von dem Taster zu allen Relais funken können
Und so passt man sich das eben individuell an. Und ihr habt gesehen, wie einfach das ist. Richtig, richtig gut. So haben wir es uns gewünscht. Und so ist es jetzt. Wow. Genau, der Rest wiederholt sich einfach. Ich denke, ich habe genug gezeigt. Will das Video auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Hier in der Küche das Gleiche. Von zwei Schaltpositionen aus können wir die Lampe schalten. Gucken, in welchem ist der Lampendraht drin. Dort können wir beispielsweise einen Universaltaster einbauen, beziehungsweise einen Tastdimmer. Und dann wird die auch dimmbar gemacht. Dann kann man sich aussuchen, einfach Wippe oder zweifach Wippe. Ich werde mich hier jetzt für eine Zweifachwippe entscheiden, einfach um die Möglichkeit zu haben, eventuell noch eine Steckdose schalten zu können in der Küche. Ist ja auch immer ganz gut zu haben. Und demnach wird dann die linke Wippe so deklariert, dass die entsprechend das hier schaltet und dimmen lässt bei gedrückt halten und die andere eine Steckdose schaltet. Auf der anderen Seite dann genau das Gleiche. Prinzipiell dann dort auch Nebenstelle 3 Draht einbauen, L und N drauf und so deklarieren, dass er dieses Relais ansteuern soll. Und die Steckdose wird man sowieso finden. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!